Der Frankreich-Blog ist in Berlin und heute in der französischen Botschaft, im Arbeitszimmer des französischen Botschafters. Exzellenz, ich danke Ihnen für den Empfang hier bei Ihnen in der Botschaft der Französischen Republik in Berlin. Auch Ihnen gegenüber möchte ich meine Anteilnahme angesichts der barbarischen Attentate in Paris ausdrücken und Ihnen unsere Solidarität und Unterstützung versprechen. Werden diese Attentate Frankreich verändern? Kann man von einem Elan sprechen, der von den Marche Républicaine des 11. Januar ausgeht? Ja, ich glaube schon, unser Land hat sich geändert in einer positiven Richtung, weil die Reaktion des französischen Volkes ganz eindeutig, ganz stark war. Die Botschaft dieser über 4 Millionen Franzosen, die auf die Straße gegangen sind am 10. und meistens am 11. Januar war: Wir sind ein Volk, wir lassen uns nicht spalten, wir lehnen alle Ausgrenzungen ab und wir werden alle zusammen unsere Grundwerte verteidigen. Und zwar insbesondere die Freiheit, Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die so brutal angegriffen worden sind. Aber auch die Brüderlichkeit, das Zusammenleben. Wir haben gesagt, wir sind alle Journalisten, wir sind Charlie Hebdo, aber auch wir sind Juden, alle. Und wir sind, weil Franzosen ermordet sind, einfach weil sie Juden waren. Und wir sind Polizisten, weil die Polizisten, unsere Streitkräfte, auch gezielt angegriffen worden sind. Ich erinnere mich an die bewegende Sitzung der französischen Nationalversammlung, wo die Hymne National gesungen wurde. Das war das erste Mal wieder seit dem 11. November 1918. Nicht? Ja, genau. Und das ist auch die Reaktion der Parteien und des Parlaments. Aber natürlich wissen wir, dass die demokratische Debatte weitergeht. Es gibt auch unter den Parteien und in der Bevölkerung, in der Gesellschaft viele Fragen, die nun gestellt sind und die man beantworten muss. Ich muss sagen dazu, dass die Solidarität der Deutschen auch in Frankreich einen sehr großen und sehr positiven Eindruck gemacht hat. Und dass viele dieser Probleme, die sich vor uns gestellt sind nun, sind auch gemeinsame Herausforderungen, die wir gemeinsam in Europa und insbesondere Deutschland und Frankreich, die wir ja gemeinsam anpacken müssen. Sie waren von 1985 bis 1987 erster Sekretär in der Botschaft, in der französischen Botschaft, als noch in Bonn war. Sie sind seit September vergangenen Jahres als Botschafter Frankreichs in Berlin. Haben Sie sich hier schon eingelebt? Ja, ich habe mich auch mit meiner Frau, wir haben uns sehr gut eingelebt. Das ist auch nicht so schwierig, glaube ich. Erstens ist das Leben hier sehr angenehm. Das kulturelle Angebot ist unglaublich reich. Und auch ist die, muss ich muss auch sagen, dass die Arbeit sehr, sehr interessant ist. Und zweitens war der Anfang von allen deutschen Gesprächspartnern, deutschen Freunden sehr, sehr freundlich. Und deswegen auch sind wir hier sehr, sehr gut empfangen worden und das Leben ist, macht viel Spaß. Sie waren von 1997 bis 2002 in Brüssel und dann seit 2009 als Botschafter Frankreichs am Sitz der EU in Brüssel. Werden Sie als Botschafter in Berlin die Akteure der deutsch-französischen Kooperation daran erinnern, dass wir zusammen, dass wir alle zusammen eine europäische Vision benötigen? Ich glaube, das ist selbstverständlich. Was wir schon am Anfang der Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, auch diese gemeinsamen Projekte, die wir mit dem Élysée-Vertrag entwickelt haben, zum Beispiel die deutsch-französische Jugendwerke, alles das, oder die deutsch-französische Hochschule etwas später, alles das hätte keinen Sinn ohne
ohne eine gemeinsame europäische Vision. Und die bilaterale Beziehungen ergänzen die europäische Politik, und die europäische Politik ergänzt die bilaterale Beziehungen. Die Zivilgesellschaft beiden Seiten des Rheins ist sehr stark, sehr lebendig, und es gibt eine sehr große Zahl von Städtepartnerschaften. Es gibt ständig Begegnungen auf allen Ebenen, aber die Presse in beiden Ländern beklagt sich immer wieder über das Stottern des deutsch-französischen Motors. Sind solche Klagen berechtigt? Ich glaube, wir müssen auch den Menschen, auch der Presse, besser nahe bringen, alles, was die Zivilgesellschaft schafft zwischen unseren beiden Ländern. Das stimmt, dass ich bin selbst davon der Zeuge, das stimmt, wie Sie gesagt haben, dass viele von diesen Partnerschaften noch sehr lebendig sind. Aber das bleibt etwas unsichtbar. Man denkt, das ist selbstverständlich und das geht von allein aus. Aber das ist schade. Man sollte viel mehr darüber schreiben. Und was den sogenannten Motor, deutsch-französischen Motor in der EU angeht, glaube ich, Sie haben es gesagt, ja, ich war über 5 Jahre ständiger Vertreter Frankreichs bei der Europäischen Union, und ich habe auch gesehen, wie wir dauernd zusammen diese großen europäischen Probleme behandelt haben, wir Deutschen und Franzosen. Zum Beispiel die Schuldenkrise haben wir damals und noch heute mit den Folgen gemeinsam besprochen, behandelt. Die Bankenunion, also eine gemeinsame Übersicht der Banken in der Eurozone, haben Frankreich und Deutschland zusammen gemacht. Die ukrainische Krise, die so wichtig, so gefährlich ist, haben wir immer zusammen seit dem Anfang nicht nur besprochen, aber auch behandelt mit gemeinsamen Treffen mit Ukraine und Russland. Also ich könnte viele, viele andere Beispiele nennen. Und die Idee, dass dieser Motor stottert, wie Sie sagen, die in der Tat sehr oft in der Presse, nicht nur der deutschen, auch der französischen Presse aufkommt, liegt vielleicht daran, dass wir große Probleme zurzeit haben. Aber dass die deutsch-französische Verständigung, Zusammenarbeit, der Wert dieser Zusammenarbeit liegt daran, dass wir am Anfang sehr, sehr selten miteinander einverstanden sind. Das Wichtigste ist, dass wir den politischen Willen haben, zum Beispiel zum Thema Wirtschafts- und Finanzpolitik oder Außen- und Verteidigungspolitik oder Innensicherheit, Innen- und Justizpolitik, wir den politischen Willen haben, uns anzunähern und gemeinsame Lösungen zu finden für uns und für Europa. Präsident Hollande hat uns in einem kurzen Gespräch auf dem Hartmannswiller-Kopf versichert, dass auch künftig die beiden Außenminister zusammen reisen werden. Ja, und aber sie haben viel gereist. Ja, die Minister Steinmeier und Fabius sind zum Beispiel auch in Nigeria gewesen, wo es auch diese große Herausforderung des Terrorismus gibt. Sie sind in Tunesien gewesen. Ja, sie waren auch in Kiew natürlich. Die Presse spricht auch über diese Kooperation nicht sehr viel, nicht? Ja, was die große Dossier wie Ukraine, wie die ukrainische Krise, der Krieg in Ostukraine angeht, schreibt die Presse doch ziemlich viel darüber. Aber sonst. Ich meine, die Zusammenarbeit über die deutsch-französischen Initiativen, ja, in dem Zusammenhang. Ja, genau. Ja, Sie haben recht. Diese Dimension ist nicht vielleicht genügend erläutert. Deshalb erinnere ich auf den Blog ständig immer wieder daran. Ja, ich danke dafür. Jedes Kommuniqué eines jeden deutsch-französischen Gipfels lobt immer wieder das Zusammenrücken der beiden Partner. Das ist auch etwas, was immer wieder gibt. Es gibt immer wieder neue und weitergehende Kooperationen. Aber es gibt auch gute Vorsätze, die bei der Zusammenarbeit zu kurz kommen. In welchen Bereichen halten Sie die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich für verbesserungsfähig?
Ich glaube, zurzeit sind die Prioritäten ganz klar, insbesondere nach der Anschläge in Frankreich und die Bekämpfung des Terrorismus in einem weiteren Sinne, nicht nur in der Sicherheitspolitik, ist natürlich eine Priorität, aber hier sind wir wirklich schon sehr, sehr tief einverstanden. Aber es gibt viele wichtige Angelegenheiten, zum Beispiel Datenschutz auf der europäischen Ebene. Wie kann man das zügig verbessern? Auch gleichzeitig sehr, sehr schnell Maßnahmen treffen, um die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Und es gibt zwei andere Bereiche, die sehr, sehr wichtig sind: die Außen- und Sicherheitspolitik, weil übrigens auch in innere Sicherheit und die Außensicherheit miteinander sehr eng verbunden sind. Und hier wieder gibt es eine wirklich sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Außenministerien, auch zwischen und den Außenministern selbst, aber auch zwischen dem Präsident und der Kanzlerin. Und der dritte entscheidende Bereich ist die Wirtschaftspolitik und die Finanzpolitik. Und hier müssen wir Deutschland und Frankreich weiter die richtigen Impulse geben, um die Stabilität, aber auch das Wachstum zu fördern in Europa und insbesondere in der Eurozone. Und unsere Wirtschafts- und Finanzminister treffen sich sehr oft. Wir haben den Juncker-Plan für mehr Investitionen in Europa unterstützt. Das haben wir auch zusammen gemacht. Es gibt hier sicher noch vieles zu tun. Die nächste Frage zielt auch gleich auf die Wirtschaftsprobleme. Noch einen Satz zum Datenschutz wollte ich noch hinzufügen. Gerade bei der Concertation Nationale sur le Numérique, die der Conseil National Numérique angestoßen hat, da kann Deutschland richtig was davon lernen, in der Art und Weise, wie das groß angelegt worden ist, nachdem Premierminister Valls darum gebeten hat. Und darum wird in Frankreich ja gerade diese Concertation durchgeführt. Und wie das gemacht wird, da kann man hier in Deutschland richtig was lernen davon. Die Regierung selbst kann die Arbeitslosigkeit nicht senken, aber sie kann die Bedingungen dafür schaffen, dass die Unternehmen an den Aufschwung glauben. Wird seitens der französischen Regierung genug getan? Ja, wir sind dabei, viel zu tun. Es wird natürlich noch etwas Zeit dauern, aber die Reformen, die schon beschlossen worden sind, haben schon eine positive Wirkung. Es gibt hier natürlich um die Sanierung des öffentlichen Finanz, der Finan öffentlichen Finanzen, des Haushalts. Wir müssen auch, wie Deutschland es schon gemacht hat, ein besseres Gleichgewicht erzielen. Aber das genügt nicht. Und es geht auch um die Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Dafür haben wir schon viele Entlastungen für unsere Unternehmen beschlossen. 40 Milliarden Euro insgesamt und mit unterschiedlichen Maßnahmen, zum Beispiel um die Innovation und die Forschung nicht nur in dem öffentlichen Sektor, aber auch in den Unternehmen zu fördern. Wir glauben so, dass wir so unsere Teilnahme an die gemeinsame europäische Anstrengung geben. Aber wir müssen auch dazu noch europäische Maßnahmen, mehr europäische Maßnahmen für Wachstum und Beschäftigung treffen. Sie haben auf dem Kongress der französischen Unternehmen in Deutschland am 24. Oktober letzten Jahres in Köln gesagt, Frankreich ändert sich, aber unsere europäischen Partner glauben es noch nicht. Ist das jetzt ein halbes Jahr später immer noch so? Ich glaube, es geht besser nach dem Besuch des Premierministers Manuel Valls in Deutschland zum Beispiel. Er war in Berlin und in Hamburg. Gibt es und danach auch dem neuen Gesetzentwurf zum Wachstum, der unser Wirtschaftsminister Emmanuel Macron vorgelegt hat, gibt Das es, ist nur Macron, nicht? ja, es gibt das jetzt in dem französischen Parlament debattiert wird. Gibt es eine bessere Wahrnehmung in Deutschland und im Ausland, im Allgemeinen über diese Reformen?
Was wir wünschen, ist auch, dass wir diese Debatte über die Wirtschaftspolitik, über die Reformen, über die Wachstums- und Beschäftigungspolitik noch tiefer auch in der Gesellschaft führen können. Die Regierungen sind natürlich ein wesentlicher Teil davon, aber auch die Wirtschaft und insgesamt die Gesellschaft müssen daran beteiligt werden. Und das ist unsere Verantwortung in Frankreich, auch unseren Nachbarn davon noch besser zu überzeugen. Deutschland, Frankreich, also beide Partner lassen immer wieder durchblicken, der andere müsse etwas für den heiß ersehnten Aufschwung tun oder durch konjunkturelle Maßnahmen, Investitionen ersparen, je nach Standpunkt, dem anderen helfen. In diesem Zusammenhang lautet Ihr Stichwort L'interdépendance mutuelle. Warum werden aber gemeinsame Wege, die längst existierende Kooperation der Öffentlichkeit, so schlecht vermittelt? Ich weiß nicht, ob es sich darum handelt, dem anderen zu helfen. Wir sind alle auf einem Boot. Ja. L'Europe est une entreprise commune. Genau. Europa ist ein gemeinsames Unternehmen, aber das ist auch unsere gemeinsame Zukunft. Das ist das Wichtigste. Ja. Und zum Beispiel haben wir auch eine gemeinsame Verantwortung, die wir sehr ernsthaft wahrnehmen. Das ist für eine weitere Zukunft vielleicht, aber das ist schon heute das Problem, der Umwelt und der Klimaschutz. Ja? Wir können auch darüber sprechen, weil wir in diesem Jahr eine große Konferenz in Paris Ende 2015 haben. Aber ja, zurück zu der Wirtschaft. Wir sind alle in einem Boot im Sinne, dass unsere Wirtschaften, Volkswirtschaften so eng verflochten sind. Es kann keinem von unseren europäischen Ländern, insbesondere in der Eurozone, wo wir schon die gemeinsame Währung teilen, es wird keinem von uns gelingen, allein einen dauerhaften Erfolg zu haben. Und deswegen müssen wir alle, auch Frankreich mit unserer Reformpolitik in unserem Land, das tun, was das Ganze braucht und vor allem, was unsere Länder brauchen. Aber wir müssen auch gemeinsam das beschließen, was wir auch gemeinsam brauchen. Deswegen ist die Rolle der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich so wichtig. Sie haben die Verzahnung der deutschen und französischen Wirtschaft in Ihrer Rede in Köln so wunderbar ausgedrückt. Wenn ein deutsches Oberklasse-Auto exportiert wird, dann steckt immer französische Ingenieurskunst und Mehrwert drin. Wissen das die Deutschen eigentlich? Ja. Das kommt eigentlich nicht von mir. Ich habe das von den deutschen Unternehmen selbst gehört. Und das ist auch nicht so gut bekannt. Aber es stimmt, dass viele französische Unternehmen sehr erfolgreich sind in Deutschland auf diesem Markt. Insbesondere im Bereich der Autoindustrie, die wirklich eine große Erfolgsgeschichte der deutschen Volkswirtschaft ist. Aber wie Sie gesagt haben, gibt es auch hier, insbesondere hier, eine echte Verzahnung zwischen unseren Unternehmen, unseren Wirtschaften und viele größere oder kleinere französische Unternehmen mit ihrer Innovationskapazität zum Beispiel zu dem Erfolg der deutschen Autoindustrie beigetragen haben, weil sie ihr gemeinsames Interesse gefunden haben und weil auch die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Unternehmen sehr gut entwickelt ist. Herr Botschafter, darf ich zum Schluss noch zwei Fragen zur Sprachvermittlung stellen? Viele unserer Schüler schrecken vor Französisch zurück oder geben es frühzeitig auf. Sie dürfen das abwählen, bevor sie ihre Schriftsteller gelesen haben. Was würden Sie ihnen sagen, um sie zu ermutigen, ihre Sprache zu lernen?
Ich glaube, es ist immer so, dass wenn man eine Fremdsprache lernt, gibt es am Anfang, das ist wie zum Beispiel, wenn man Musik lernt, ja, ist ein Instrument lernt. Noten lernen. Ja, das ist auch am Anfang gibt es, ist es etwas schwierig, aber es lohnt sich wirklich, ja. Sie haben die Literatur erwähnt, aber Französisch zu kennen, das bedeutet auch, den Zugang zu haben zu einer Weltgemeinschaft von 300 Millionen Menschen. Die französische Sprache geht viel über Frankreich hinaus. Und was wir Frankophonie nennen, ist sehr, sehr verbreitet in der Welt, und die französische Sprache ist unter den allerwichtigsten Weltsprachen. Und das bleibt so und das wird so bleiben, zum Beispiel in Hinsicht der Entwicklung in Afrika. Aber natürlich möchte ich gerne auch unterstreichen, wie es für einen jungen Deutschen wichtig ist und wie es wichtig wäre, die französische Sprache zu lernen für seine berufliche Zukunft. Natürlich werden wir alle unseren jungen Landsleute Englisch sprechen. In Frankreich, in Deutschland wird man auch Englisch sprechen. Aber dazu muss man auch andere Fremdsprachen lernen, auch um einen besseren Beruf auf dem Arbeitsmarkt finden zu können. Und wenn Sie zum Beispiel betrachten, wie diese Verzahnung, über die wir schon gesprochen haben, zwischen unseren Unternehmen, wenn Sie auch sehen, wie viele Doppeldiplomen die Deutsch-Französische Hochschule anbietet, über 150 Doppeldiplomen. Es ist sehr günstig, schon vor dem Abitur Französisch, die französische Sprache zu kennen, denn dann haben die Studenten den Zugang zu diesen Programmen, und es wird die Chancen auf dem Arbeitsmarkt auch verbessern. Das Doppeldiplom öffnet Ihnen sowieso neue Berufschancen, nicht? Ja, ich glaube, das ist ein kultureller Vorteil, aber das ist auch ein beruflicher Vorteil. Wird bisher in Frankreich und Deutschland genügend für die Sprache des Nachbarn geworben? Wir machen schon vieles, insbesondere mit der Hilfe des Klett Verlags. Es gibt vieles, viele Instrumente, viele Leute, viele Kollegen, die ich, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, sehr, sehr stark arbeiten, sind begeistert, ja. Zum Beispiel diese Programme wie France Mobile oder mit dem Kino. Es gibt viele sehr schöne Programme. Es gab auch es gibt dieses gemeinsame Schulbuch über die Geschichte Schulbuch. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass dieses Projekt gemacht worden ist. Also ja, es gibt schon vieles, das schon getan worden ist, aber wir müssen, ja, wie Sie fragen, immer mehr um die Sprache des Partners werben. Wir müssen uns bemühen, immer mehr Jugendlichen zu ermutigen, in Deutschland die französische Sprache zu lernen und in Frankreich die deutsche Sprache zu lernen. Vielen Dank, Herr Botschafter, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön.